ist das mächtig. Ich bin bereit. Das wird so nicht. Übernimm. Keine Zeit zum Ausruhen. Jetzt erst recht. Der Feind ist geschwächt. Hat sie den gerade getötet? Keine Chance. Ja. Hält auch nicht mehr viel aus. Ich muss dieses eine Zeug da. Also den Kampfbericht. Muss ich gegen Bosse machen. Das Problem ist, man muss die ATB-Leiste auffüllen mit den Dreieckattacken. Das ist nicht einfach. Besonders wenn man den ATB-Balken schon voll hat. Deswegen muss man den erst leer haben, wenn der geschockt ist. Oh, jetzt geh doch mal schneller. Speichere jetzt hier mal. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Ich glaube, ich muss Aris da drauf tun. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Das heißt, Aris wohl die Materie. Ja. Yeah. Denke ich mal. Hä? Ja, weiß einfach gar nicht, was sie will. Nanu, sieh mal. Ich finde das so cute. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud! Ich denke mal, ich kann sie in gelbe Bereiche absetzen. Also. Aris. Hol mir das. Was immer das ist. Einen Moment noch. Versiegelung. Das brauchen wir. Gibt bestimmt jetzt auch eine Trophy dafür. Wieder etwas, was verpassbar gewesen wäre. Und jetzt habe ich auch nicht mehr die Nachricht. Das ist gut. Und stopp! Ich lass dir jetzt die Leiter runter!
Naja. Hinterher muss man jede Materie einmal haben. Das wär's. Aber falls es New Game Plus gibt, wäre das ja kein Problem, ne? Ist Eris schon bis dahin vorgelaufen? Will ich mich verarschen? Ist da noch was? Cloud, bitte nicht so schnell! Ist gut. Ist das schon der richtige Weg? Willst du mich ver... Okay, Aerith. Ah, führ mich dahin, wo du mich hinführen wolltest. Königsfedern. Ich liebe diesen Song. Da gibt's nichts. Hätte ich fast den Cosmo Canyon Song verpasst. So. Ist hier jemand? Ein Boss.
glaube ich. Wirkt verlassen. Ist noch warm. Wir könnten hier übernachten, Cloud. Dafür fehlt uns die Zeit. Außerdem... Hey, guck mal, Leute! Die wollen uns ausrauben! Hey, hey! Was fällt euch ein, hier so rumzuwühlen? Genau! Das werdet ihr uns kompensieren, alles klar? Kompensieren? Kompensieren? Was denn das überhaupt? Hohle Nuss! Du hast aber auch echt mal... Was sind das denn für welche? Kompensieren ist... Also, Na, du weißt schon, oder nicht? Genau! Kompensieren ist... Also, du weißt schon, also... Wir haben hier nichts angefasst. Ja, wir haben nur einen Weg gesucht. Und das sollen wir euch glauben? Klar, was willst du sonst tun? Wir könnten euch zum Beispiel bis aufs Hemd ausrauben. Ich hab was gehört. Hab mich wohl gehört. Sorry. Die tragen doch gar keine Hemden. Voll Depp. Das ist so eine Art von... Oh Gott, sind die hohl! Eine Kompensation! Ach so! Genau, du meinst das als Metapher? Genau! Was für Idioten! Okay, darf ich die verprügeln? Bitte! Was? Ich mach sowieso jetzt Analyse. Back, Butt, Butch. Oh Mann, was? Was? Bin mal so frei. So, Back. Der Anführer von Backs Räuberbande, die das Gebiet um den eingestürzten Schnellstraßen für sich beansprucht. Er ist nicht der hellste und seine Gegner. Und seine Gegner einzuschätzen, fällt ihm sehr schwer. Seine besondere Fähigkeit ist es, alles besser zu wissen. Verwende Magieattacken, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Naja, viel TP haben die ja nicht, ne? Die sind ja schon fast down. Butch, ein Mitglied von Becks Räuberbande. Einer Bande, die das Gebiet um die eingestürzte Straße kontrolliert, scheint immer sehr interessiert und stellt seinem Boss viele Fragen. Seine besondere Fähigkeit ist es, sich totzustellen. Was? Bud. Ein Mitglied von Becks Räuberbande, die das Gebiet um die eingestürzte Schnellstraße für sich beansprucht, denkt selbst nicht viel nach und überlässt schwierige Entscheidungen am liebsten seinen Boss. Spezialfertigkeit. Sich totstellen. Ernsthaft? Ich bin ja schon weg. Hier sind Maus und Tod. Das hält bestimmt nicht auf. Oh Gott! Diese Typen! Was ist falsch mit euch? Was ist zur Hölle?
Türmen! Hey, haut doch nicht ohne mich ab! Oh, die sind zu gut. Die sind zu gut, ohne Scheiß, mehr davon. Sag mal, Cloud, wieso hast du eigentlich bei Soldat aufgehört? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Du brauchst nicht drüber reden, wenn du nicht willst. Oh. Hattest du gute Freunde, als du bei Soldat warst? Nein, hatte ich nicht. Ach so. Nicht mal die Gegenstände. Komm, die halten nichts aus. Gar nichts. Bis sie geschockt sind, sind sie down. Wie gesagt, seine Fähigkeit ist ein bisschen schwierig zu bekommen. Also, diese Forschung ist schwierig zu machen, sagen wir es mal so. Kann ich nur bei Bossen, bei richtig heftigen Gegnern. Die Leiter ist wieder oben. Ich gehe wieder runter. Kannst du den Arm bewegen, Cloud? Okay. Achtung, aus Sicherheitsgründen ist der Arm, Unfälle vorzubeugen, ist ein Wechsel des Arms während des Frachttransports nicht möglich. Warte einen Moment. Nur einmal drehen. Na, kommst du drauf?
Amplifikation, bitte was? Und? Eris, ist das dein Ernst? Also, wir haben ja nichts dagegen, beide Arme mal zu bewegen oder so. Aber ich muss dich erst dahin transportieren, damit ich mit dem Arm dich holen kann? Was kann ich denn damit machen? Nichts. Okay. Ach, der ist zu hoch für so. Okay. Verstehe schon. Jetzt ergibt das doch wenigstens Sinn. Ernsthaft, Aerith. Dann setze ich dich erstmal hier ab. Also, das macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wie dick ist das im Original? Staple die Container. Das heißt, das reicht noch nicht. Ich bringe dich zur Ausgangsposition, da kannst du schön stehen. Ja, ich weiß, staple die Container. Hier, macht der Backseat Gaming das Spiel. Was soll das?
Ja, jetzt komm! Warum kannst du nicht dastehen, also außerhalb der gelben Linien, wenn ich dich woanders hin transportiere? Und zwar da hin, dann hätte ich dich da aufnehmen können. Digga, jetzt. Hier. Geh da drauf. Jetzt geht's aber wenigstens hier. Ja. Komm her, Aerith. Danke. Ich lass dir jetzt die Leiter runter. Wenigstens die Leiter geht dann noch schnell runter. Will mich hier umgucken. Hier gibt es auch nicht viele Lücken, wo was sein könnte an Items. Aber ich finde es schön, wie sie jede Passage hier so schön strecken. Hat doch geklappt. Ja, nicht schlecht. Wolltest du etwa... Das war mir so klar! Mach dir nichts draus, Claude. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Wovon redest du? Jetzt sei doch nicht so... Die Aerith tut einen Cloud Guard richtig gut, habe ich das Gefühl. Ist halt anders als Tifa, viel anders. Und ihre Art ist so erweckend, erfrischend. Hey, ihr zwei Turteltäubchen da! Wenn ihr hier durch wollt, wird aber erst halbwegs zollfällig. Zeit des Abschieds. Gefällt mir nicht, dass es so heißt.